Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Heute geht es darum, wie man auf der ISS fotografiert. Es geht um Recht für Streetfotografen und es geht um mehrere Objektive für Canon, Nikon und so weiter und so fort. Also stay tuned. Möchtest du lernen, deine Freundin zu fotografieren? Möchtest du lernen, in Norddeutschland zu fotografieren oder wo die schönsten Orte im Pfälzerwald sind? Dann haben wir das Zielfotomagazin, das auf 140 Seiten plus Beilage Tipps gibt, um genau diese Fragen zu beantworten. Industrie-News. Beim Fotografieren Geschwindigkeit, Dynamik zu zeigen, ist immer relativ schwierig. Und richtig schwierig ist das, wenn man zeigen will, wie schnell ist denn die ISS? Wie schnell ist die ISS, die Raumstation? Hätten Sie es gewusst? 28.800 km/h. Ist relativ schnell. Wie zeige ich das auf einem Foto? Einer der Astronauten hat das gemacht. Ich verlinke das Foto unbedingt mal hingucken, weil das hat er wirklich gut gemacht. Er hat Langzeitbelichtung gemacht von der Station oben. Also die Station bewegt sich nicht, aber die Erde bewegt sich. Die Erde dreht sich. Und man sieht, dass das Ding sich echt schnell bewegt. 235 Kilometer in 30 Sekunden. Also hat er gut gemacht. Nebenbei, der twittert von da oben, ne? Also quasi ein Twitter-Star. Ist natürlich gute Werbung für die NASA oder für die Organisation dazu. Also prinzipiell natürlich eine gute Sache. Rechtliche Probleme, wie ist denn das eigentlich? Du bestellst irgendwas und die Post schickt das zu dir, du bist nicht da, der Nachbar nimmt es an und das Paket verschwindet. Ne? Du hast einen Zettel im Kasten, liegt beim Nachbarn, ohne Name. Ja, Wer haftet denn dafür? Ich verlinke den Artikel von einem Rechtsanwalt. Ist tatsächlich gar nicht so ganz einfach. Also die gute Nachricht ist, du haftest nicht, weil du kannst ja mal gar nichts dafür. Und die Frage ist ein bisschen, haftet der Versender? Muss der Sender dir da sein Geld zurückgeben? Oder haftet die Post? Oder wer haftet denn da? Relativ langer Artikel, weil natürlich ganz viele ja, wenn, dann und vielleicht und AGBs und so weiter und so fort. Also kann man mal durchblättern. Ganz interessant das Ganze. Nikon, so, wie sage ich das jetzt? So, also Nikon bringt neue Gerücht, aber ziemlich bestätigt. Also Nikon bringt neue Objektive raus, und zwar ein 28mm 2.8 für APS-C und ein 40mm 2.0. Beide so kleine Mini-Objektive, also nicht super lichtstark, wahrscheinlich nicht super teuer, aber zumindest gibt es mal wieder Nikon Z-Mount APS-C Objektive. Jetzt muss ich natürlich sagen, ja, aber... deswegen habe ich es ein bisschen gezögert. Wie sage ich das? Weil es gibt ja schon seit Jahren, liebes Nikon-Team, seit Jahren, Plural, gibt es von Sigma ja schon sehr gute kleine Objektive für Canon inzwischen, für Marco Four Thirds gibt es die auch, glaube ich, doch, für Marco Four Thirds gibt es die auch und für Sony, nämlich zum Beispiel so ein 30mm 1.4. So, 30mm 1.4, 28, 2.8. Was haben wir denn damit? Das sind so Objektive, die ich nicht... Ja, es ist klein, okay. Und es ist vielleicht nicht super teuer, aber es ist auch nicht umsonst. Man hat ja schon ein Kit-Objektiv. Also ich verstehe den Sinn von solchen Objektiven nicht. Und worauf ich ein bisschen hinaus will, ist natürlich, dass Nikon das APS-C-System sträflich vernachlässigt, was sehr, sehr schade ist, weil letztlich braucht so ein System natürlich auch vernünftige Objektive. Die Kamera, die Z50, ist eine super Kamera, die es auch schon eine Weile gibt. Wir haben ein Review dazu gemacht. Es gibt keine Objektive. Und wenn jetzt die tatsächlich kommen, dann sind das Objektive, die keiner haben will. Das sage ich jetzt mal so. Ein bisschen lame, oder? In dem Zusammenhang kann ich aber sagen, es gibt ein neues Sirui 75mm für Nikon, 75mm 1.8. Allerdings, das ist aber, für die Filmer, es ist eine anamorphische Linse. Hast du damit schon mal gearbeitet? Nee. Aber der Andreas Abt, der hat jetzt am Sonntag ein Video dazu geladen. Schau beim Andreas Abt vorbei, der hatte sicherlich, ich habe es nicht gesehen, sicherlich ist es interessant. Ja, also gut zum nebenbei schauen und... Spiegelt so ein bisschen das wieder. Ja, so ein bisschen blockmäßig. Okay. Aber gut gemacht. Okay, hat er gut gemacht. Beim Andreas vorbeischauen, wenn du dich damit nicht auskennst. Anamorphische Linsen. Aria, raus. Raus. Der Stefan redet doch. Warum bist du überhaupt hier drin? Raus. Zip. Anamorphische Linsen, ich habe mich nie im Detail damit beschäftigt, verwendet man teilweise beim Film, um super Weitwinkelobjektive, super Weitwinkel-Look hinzukriegen. Also relativ speziell der Look, den man nachher im Film aber nicht so sieht, der aber halt so ein bisschen filmischer aussieht. So, quasi ganz vereinfacht. Ich bin mir sicher, der Andreas erklärt das so, dass man das versteht. Also weiß ich. Ich hatte mal einen Film geguckt, ich habe es lange nicht verstanden, wofür man die Dinger braucht. Ich habe mich aber nicht damit beschäftigt, mehr so am Rande so. Ja, also der Andreas erklärt es gut. Okay, also. Muss ich jetzt hier auch nicht. Also heute Mittag beim Mittagessen Andreas gucken. Canon ist das Problem bei Canon, bei einem neuen Mount ist ja, es gibt inzwischen auch relativ viele Objektive, die überwiegend sehr, sehr teuer sind. Sie bringen scheinbar, es ist aber ziemlich sicher, raus ein 16-35 F4 endlich.
F4 und dementsprechend preisig deutlich günstiger natürlich und auch relativ klein. Wir hatten das, was war das, 1530, glaube ich, ne? 1535. Oder 35? Ich glaube 1535, das ist 2,8. Ja. Hatten wir hier super, also puh, das ist mal echt ein Objektiv, aber der Preis und Größe sind natürlich auch entsprechend, das ist ein bisschen das Problem. Also sicherlich ein sehr guter Schachzug, dass sie endlich einen Ultraweitwinkel bringen, das bezahlbar ist. Und für Landschaftsfotografen 2,8 F4 ist ja in den meisten Fällen egal. Von so her ist das F4er immer eine gute Lösung. Du hattest doch das alte. Ich hatte das 16, das war auch klasse. War auch klasse, ja. Eben. Dann DJI. DJI bringt eine neue Mini-Drohne. Und zwar die Mini-Drohne ist so die Geschichte unter 250 Gramm, weil man mit den unter 250 Gramm Drohnen halt in mehr Gebieten fliegen kann, leichter und so weiter und so fort. Und da bringt sie scheinbar eine neue, eine super günstige, die es dann nachher bei Walmart und so weiter gibt, also nachher im Supermarkt gibt. Bin ich natürlich überhaupt gar kein Fan von. Also nichts gegen tolle Technik günstig machen, aber Supermarkt, eine Drohne, irgendwie demnächst gibt es ja mal Aldi eine Drohne und also irgendwie und jeder hat eine und jeder fliegt damit und bin ich ja sogar. Es ist wirklich schwierig, weil ich will natürlich auch Drohne fliegen. Aber ich will auch nicht, dass da die Nachbarn über mein Grundstück fliegen und ich will nicht, dass im Naturschutz geflogen wird und so weiter und so fort. Weil dadurch, glaube ich, noch mehr, je mehr Leute das Ding haben, desto mehr missbrauchen das auch und desto mehr Leute beschäftigen sich überhaupt nicht damit, wo darf ich nicht fliegen, fliegen einfach. Es gibt mehr Unfälle, es gibt mehr Probleme und so weiter. Aber es ist ein Trend, den ich nicht aufhalten kann. Ist natürlich so. Hashtag, wie ist denn News? Wenn du möchtest, dass wir dein Foto hier besprechen, dann mach das Hashtag dran. Nicht mir senden und so weiter, so einfach das Hashtag dran machen. Ich schaue da montags morgens durch und pick ein paar Bilder raus. Der Sven war in Hamburg unterwegs, Elbphilharmonie, egal aus welcher Richtung, die sieht halt immer gut aus. Schön gemacht jetzt auch so mit dem Vordergrund, ich weiß nicht, was es ist, Steine wahrscheinlich. Also wirklich schönes Foto, tolle Stimmung, blaue Stunde halt, bunte Lichter, toller Himmel und so weiter. Also super gesehen, Sven, Gratulation dazu. Wir waren schon öfter dort und es ist immer schön. Also langsam haben wir sie, glaube ich, einmal umkreist, weil sie wirklich von jeder, oder? Ich glaube, wir waren langsam einmal. Obwohl, ein Bild gab es ja noch, was wir auch mal gesehen haben, wo diese Eisschollen da vorne waren. So ein Blick durch die Speicherstadt durch, wo sie dann relativ klein sind. Ah, ich habe da noch ein Foto. Okay, also wir will be back. Eine Chance haben wir noch. 38 Blickwinkel, der war in Braunschweig und zwar am Südsee. Nicht der Südsee, sondern der Südsee, also an dem Südsee. Super schönes Bild mit dem Steg und dem Sonnenuntergang, Sonnenuntergang. Das wünscht man sich doch, oder? Also egal, ob da jetzt eine Frau sitzt oder nicht, oder Kinder oder wie auch immer. Also ich bin mir sicher, die nächsten Wochen ist am Südsee, jeden Abend irgendwie stehen da 5 Fotografen, Schlange jetzt wahrscheinlich. Zeit, da eine Currywurstbude hinzustellen vielleicht. Oder Stativreinigungsservice oder sowas. Könnte man ja machen nebenbei. Also ganz tolles Bild, 38 Blickwinkel, sehr, sehr schön gesehen. M. Quaxi hatten wir, glaube ich, auch schon mal. War der nicht schon mal hier? M. Quaxi war schon mal hier, ne? Der hat Bienenfresser fotografiert. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen die letzten Jahre, seitdem ich mich mit Fotografie ernsthafter beschäftige. In Süddeutschland gibt es die ein paar. Super schöne Vögel und sehen so gar nicht nach Deutschland aus. Ne? Also bunte Paradiesvögel, super schön. Auch ein schönes Bild mit dem Hintergrund und so. Also ganz toll gesehen im Quaxi. So wusste ich zum Beispiel auch nicht, der Sebastian hat mir das erklärt. In Wiesbaden gibt es Papageien. Hätten Sie es gewusst. Und in Süddeutschland gibt es also auch Bienenfresser. Ein paar. Und dann haben wir noch den Christoph Amberger, der war in Tirol unterwegs und zwar zum Sonnenwendfeuer. Wir haben tatsächlich schon das Jahr schon wieder halb vorbei, Winter is coming. Heute ist der längste Tag des Jahres. Ja. Ab morgen wird's wieder. Und am Wochenende war halt eben Sonnenwendfeuer scheinbar in Tirol. Also mehrere Bilder sind da drin, man sieht's ja. Ganz, ganz cool. Habe ich auch schon lange auf der Liste, da mal zu sein, weil es sicherlich cool ist, das zu erleben da live. Ist mir sicherlich eindrücklich und da auch zu fotografieren. Und hat es gut gemacht, nicht ausgebrannt und so weiter. Also Christoph, herzlichen Glückwunsch dazu. Ganz, ganz toll gemacht. Zielfoto Award Elbsandstein und Harz. Das ist durch. Wir sind mit der Jury gerade dran, die Bilder auszuwerten. Ja, das heißt, wir werden das diese Woche abschließen. Ich zeige mal nebenbei ein bisschen die Problematik. Also zum Beispiel diese beiden Bilder. Weil das Problem ist ja jetzt, wir haben eine Jury. Da ist dabei die Ulla Lohmann, der Matthias Koch, der Philipp Zieger, der Marius Hamer und ich. Und wir haben halt jetzt da irgendwie 1000 Bilder. Und aus denen sollen wir jetzt die Top 15 ziehen, so ein bisschen. Den Gewinner natürlich auch. Der Gewinner kriegt eine Kamera. Wer ist jetzt der Gewinner? Also zum Beispiel diese beiden Bilder. Welches ist da jetzt schöner? Beide schöne Bilder. Entscheiden, welches ist jetzt schöner. Oder die anderen beiden Bilder hier, quer, einmal Harz und einmal Elbsandstein. Ähnliche Stimmung, ne? Also beide ganz tolle Stimmung, tolle Fotos, wo ich beide sage, ja, top Bilder. Wer kriegt jetzt die Kamera?
Tatsächlich total schwierig. Die erste Runde haben wir schon durch. Wir sind jetzt runter auf, ich glaube, 25 Bilder und müssen da jetzt halt noch die richtige Reihenfolge bringen, sodass wir dann halt die Top 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter haben. Und dann gibt es Ende des Monats oder Anfang Juli gibt es dann wieder ein Live-Video, wo wir dann die Gewinner bekannt geben. Ganz feierlich und so weiter. Stay tuned. Team Wiesner, wir hatten letzte Woche Besuch von der Leocardia, die war schon mal hier und zwar sind wir ja dran, das große Blitz-Video-Tutorial zu machen. Das ist auch fertig soweit, wir müssen das Video noch schneiden, aber das war das quasi letzte Video. Wir haben 24 Videos nachher, das war so das Abschlussvideo, was wir noch machen wollten. Leocardia ist Tänzerin aus Hannover und sie hat halt für uns nicht getanzt, sondern ist gesprungen und hat sie Posen gemacht und so weiter. Wir haben das fotografiert mit mehreren Blitzen, mit Verbindung Blitz und Langzeitbelichtung. Wie macht man das denn? Dass man mit dem Blitz friert mal Bewegung ein und ich will aber trotzdem Langzeit Bewegung haben, wie macht man denn das? Also ein bisschen tricky. Wir haben es vorbereitet, haben da schon gefummelt, haben es dann hingekriegt und dann kamen sie, dann ging es wieder nicht wegen anderen Problemen, dann haben wir die gelöst und so. Also richtig, richtig, richtig Spaß gemacht, weil fummeln und so weiter, ne, weil coole Sachen. Ja, auf jeden Fall. Weil so richtig auch mal so nachdenken, so Moment, warum geht warum das nicht? Warum funktioniert es nicht? Warum funktioniert das jetzt? Wie kriegen wir es hin, genau. Also hat wirklich Spaß gemacht. Und das Paket, das kann ich schon mal sagen, ja, das Paket von diesem Blitz-Tutorial ist super geworden, weil es so richtig so irgendwie pfft, breit ist, ne? Und so richtig, wirklich so alle Bereiche so ein bisschen abgreift. Also super Sache. Nächste Woche kommt der Chris Kauler mal wieder zu uns. Chris Kauler, Tierfotograf. Wir machen zusammen Tierfotografie, ganz was Spezielles machen wir. Es ist mehrere Tage hier, das heißt, wir drehen auch mehrere Videos. Dazu dann mehr, wenn er da ist. In dem Zusammenhang, ich habe diese Woche meine erste Impfung, hoffentlich endlich. Der Sebastian sogar schon die zweite, Chris hat auch schon die zweite. Also nach und nach, ne? Schwiegereltern haben die zweite, meine Frau hat die zweite und so weiter. Also nach und nach fällt so ein bisschen Stein vom Herzen. Wir können es auch mehr bewegen, weil immer weniger Sorge da ist, weil man halt so ein bisschen ja, sich aber frei, weißt du selbst, sich frei bewegen kann. Dann, ich bin dran an dem Zielfotomagazin, nicht nur Harz und Elbsandstein, sondern auch Zielfotomagazin Menschen fotografieren, das Ende des Jahres rauskommen soll. So, und da ist zum Beispiel dabei, in dem Zusammenhang ist es so, wir haben uns, ich habe mit einem Rechtsanwalt Kontakt aufgenommen und wir haben uns halt nochmal ein bisschen aktueller und so weiter Vertrag besorgt. Das heißt, wenn du einen Gastbeitrag machen möchtest im Zielfotomagazin, musst du bei mir natürlich einen Vertrag unterschreiben, dass du mir die Rechte übergibst. Ja, weil also nicht übergibst im Sinne von, du hast keine Rechte mehr dran, sondern dass ich die Bilder verwenden darf oder deinen Text verwenden darf und so weiter. Also ist ja völlig klar. Das haben wir jetzt mal ein bisschen professioneller gemacht halt mit einem Anwalt, der auf sowas spezialisiert ist. So, ich glaube, das kann ich so ein bisschen sagen. Das haben wir in dem Magazin, unabhängig davon, haben wir einen Anwalt, der macht einen Artikel über Streetfotografie, Recht in der Streetfotografie. Hat er super gemacht, hat er wirklich ganz toll gemacht, weil er ein bisschen die Problematik aufzeigt und auch gleich Tipps gibt, wie man das ein bisschen lösen kann. Also zum Beispiel halt, ja, was man an der Kamera einstellen kann und so weiter, um das so ein bisschen halt zu entschärfen. Aber es bleibt so ein bisschen eine Grauzone offensichtlich, weil ich habe ihm dann meinen Vertrag geschickt und er hat gesagt, oh ja, weil er hatte mir Text und Bilder geschickt und hat er die Bilder wieder zurückgezogen, weil er sich nicht ganz sicher war, weil mit dem Vertrag übernimmt er die Haftung. Da hat er gesagt, ja, übernehme ich da wirklich die Haftung für, war sich unsicher. Also ein Anwalt, der darauf spezialisiert ist, Streetfotografie, war nachher unsicher, ob er die Bilder, die er gemacht hat, wirklich veröffentlichen darf. So kompliziert ist die Lage. Nichtsdestotrotz, toller Artikel, der auch hilfreich ist, der auch nützlich ist, der halt eben diese Problematik nochmal ein bisschen aufzeigt. Ja, willkommen in Deutschland. Es bleibt einfach schwierig. Noch was zum Thema Publizieren. Explorerbuch, habe ich ja schon öfter gesagt, also Arbeitstitel Explorerbuch. Da sind wir dran, das heißt, es sind 11 Abenteurer, die eine Geschichte aus ihrem Leben quasi bei uns veröffentlichen, einschließlich Bilder natürlich. Da haben wir inzwischen alle Texte. Das Layout läuft, die ersten Texte sind auch fertig, layoutet und so weiter. Das soll dann im Herbst also auch erscheinen. Da sind zum Beispiel dabei der Alexander Huber, der hat am Wochenende als letzter geliefert. Dann der Michael Martin kennt man vielleicht, alle Motorradfahrer werden den kennen, der ist... Den gibt es, seit es Motorräder gibt, irgendwie, der hat die erfunden oder so. Also den gibt es schon immer. Ganz tolle Geschichte. Der Bernhard Witz ist dabei, mit dem ich ja schon öfter unterwegs war, mit einer ganz, ganz krassen Expedition, meiner Meinung nach der beste Text, aber ich bin auch voreingenommen. Der Nikolaus Hojak, den gab es auch schon bei mir in Videos, Extremkletterer aus der Schweiz. Und so weiter, ich will nicht alle vor. Arvid Fuchs ist dabei, Arvid Fuchs auch, vor allem auch so spannende, verschiedene Sachen. Der Arvid Fuchs ist mit Huskies unterwegs in der Arktis und trifft da Wölfe. Dann der Alexander Huber ist in der Antarktis unterwegs. Der Bernhard Witz ist im Dschungel unterwegs, in Südamerika. Und so weiter und so fort. Also wirklich so einmal um die Globus rum. Und total spannend und vielseitig. Also ist für jeden was dabei. Jetzt halt, dass es fertig wird, weil ich will jetzt lesen mit Bildern und allem. Die Texte habe ich alle gelesen, aber dann liest man das Word-Dokument, hat die Bilder nicht dabei und so. Ne? Ist natürlich nicht das Gleiche. Dann noch, wir haben am Wochenende veröffentlicht ein Video zum Thema Stativreinigen. Das haben nicht alle von euch geguckt, das heißt, das haben auch nicht alle von euch gemacht.
fühle dich vor Schienbein getreten, Putzgefäß, du musst ja nicht das Video gucken, aber mach mal dein Stativ richtig sauber, weil ich lese dann ja auch immer, ja, mein Stativ hält nicht lange und so weiter. Ja, klar. Mach es halt mal sauber, putz es mal ein bisschen, pflegt das mal ein bisschen, schmiert das mal ein bisschen, dann hält das natürlich auch länger. Ist ja klar. Ne? Meinst also, du jetzt auch wieder aus wie neu? Hast du gemacht? Ja, sehr gut. Ja, muss man halt mal einmal im Jahr oder sowas, ist ja klar, irgendwie hin und wieder mal. Stiefel muss man auch hin und wieder mal putzen und so. Rucksack mal sauber machen, etc. So, dann noch was zum Schmunzeln nebenbei, weil wir es neulich auf Instagram öffentlich diskutiert haben, so ein bisschen. Ich habe ein E-Auto, ein Audi e-tron, und wenn ich mit dem unterwegs bin und unterwegs tanke, so, ich tanke, ne, also an der Schnellladestelle, ich tanke damit, dann muss das ja nachher immer, ich arbeite im LexOffice, muss nachher immer LexOffice rein, in die Buchhaltung rein. So, wie verbuche ich das denn? LexOffice, ich zeige das, das ist so, dass ich nebenbei, ich muss da nicht, bei Buchhaltung arbeiten immer normalerweise mit Zahlenkonten. Also irgendwie Konto X an Konto Y. Habe ich im Studium mal gehabt. Und LexOffice nimmt mir das ein bisschen ab, weil ich kann in der Regel was eingeben. Also wenn ich ein Fachbuch habe, dann tippe ich ein Fachbuch, dann ist es halt ein Fachbuch. Im Hintergrund hat er die Nummer, aber ich muss mir die Nummer nicht merken. So, und jetzt ist die Frage, weil er mir das so einfach macht, was mache ich denn damit? Ist das Benzin? Weil ich habe eine Kategorie Benzin, aber ich habe ja Strom getankt. Es ist Strom, es gibt beides, aber es ist ja nicht Strom, weil Strom ist hier die Videolampe. Aber Benzin habe ich auch nicht getankt. Also spannende Diskussion. Sonst im Zweifelsfall deinen Rechtsberater, Steuerberater fragen und so weiter. Was ist denn jetzt nun ist? Wo, auf welches Konto muss ich denn das buchen? Fahrzeugunterhalt, Benzin? Betriebskosten, what is it? Also witzige Sache, ich habe es dem LexOffice Support auch geschrieben, die Kategorie doch mal bitte zu erweitern auf 2021. Es gibt auch Strom statt Benzin. Gier der Woche. Wir haben uns besorgt eine Oculus Quest 2, dazu gibt es dann demnächst auf dem Zweitkanal ein Video. verrückt, also so eine virtuelle Reality-Brille. Ich mache ein Video dazu. Da will ich ein bisschen erzählen, warum das nicht das Gerät ist, was ich haben will, warum das aber total die Zukunft ist und so crazy faszinierend ist. Zwei Sachen kann ich erzählen. Zum einen, ich habe Tischtennis gespielt da drauf. Man setzt die Brille auf, hat zwei Controller in der Hand, spielt Tischtennis. Ist super realistisch, weil du hast ja beim richtigen Tischtennis auch, ist ja nicht so wie beim Tennis, wo du wirklich Widerstand hast, sondern zack, zack. Du stehst also vor der Tischtennisplatte, schlägt. Ich habe angefangen zu spielen und bin sofort auf die Nase gefallen, weil ich mich am Tisch abgestützt habe, der nicht da war natürlich. Sebastian hat mich ausgelacht, aber das ist so realistisch. Und da kam der Ball so hoch und ich so voll auf die Nase gefallen. Und das relativ doof ist, weil man in dem Moment, wo man fällt, merkt, ich bin da gar nicht im Spiel und ist total geistig, total verwirrt, weil man da so real drin ist. Oder du hast ja noch nicht aufgehabt. Du musst dich gleich mal aufsetzen. Oder Kletterspiel, da klettert man halt so rum, total geile Grafik, also richtig geile Grafik, so, oh, da will ich Urlaub machen, und dann kletter ich da so hin und guck runter, mir ist sowas von schlecht geworden, ich habe Höhenangst halt und so ein Anfall Höhenangst, ich musste die Brille abnehmen am ersten Mal, weil mein, rational weiß ich, kann nichts passieren, ich stehe auf dem Boden, aber mein Gehirn sagt, das geht 200 Meter runter. Boah, das ist krass, weil man da so drin, die Grafik ist so gut geworden. Wirklich verrückt. Oder in der ISS, man kann in die ISS rein, kann dann da so durch und so Aufgaben machen und so weiter. Und das ist total echt gemacht. Und mir ist sowas von schlecht geworden dabei, weil man gleitet da so durch und das Problem ist halt, der Körper bewegt sich nicht, aber vor dem Auge, also seekrank einfach, wie beim Autofahren. Ne? Weil vor dem Auge bewegt sich alles und zwar wirklich alles hin und her und so. Und dann schwebt man da so rum, war einen halben Nachmittag schlecht danach. Und ich habe nur das Tutorial gemacht, musste das dann abbrechen. Man gewöhnt sich dran und man braucht dann eine Weile zum Gewöhnen. Ne? Aber puh, alles Weitere dann demnächst auf dem Zweitkanal. Und der zweite Gier der Woche, das haben wir letzte Woche gebraucht für unser Shooting, haben wir uns einen starken Ventilator besorgt. Der so mal einmal hier, der kann auch hier einmal die Halle durchblasen. Ist gar nicht furchtbar teuer. Den habe ich tatsächlich auch mal mit nach Hause genommen jetzt am Wochenende und zu Hause, weil ne, es ist super heiß und dann kam ein Regengewitter und dann war es draußen deutlich kühler. Da kann man mal so einmal das Haus durchblasen, mal einmal kühle Luft reinlassen. So vielleicht als Tipp fürs Homeoffice. Ein Ventilator, der auch ein bisschen Power hat. Ich verlinke den in den Shownotes. Gewinnspiel. Letzte Woche gab es zu gewinnen und zwar es wollten 1738 Leute wollten ein neues Sigma-Objektiv haben. Ich korrigiere das, 1737. Einer hat nämlich geschrieben, ich will es gar nicht haben, wenn ich gewinne, schick mir einen Trostgewinn. Also er hat jedenfalls nicht gewonnen und wir haben auch keinen Trostgewinn. Nichtsdestotrotz, also offensichtlich ein beliebtes Objektiv, das 16mm Sigma, das ist mein privates, das ich von hier aus verschicke und gewonnen hat das Pogopilz. Pogopilze. Herzlichen Glückwunsch, Pogopilze. Mach mir bitte eine persönliche Nachricht mit deiner Adresse in Deutschland. Ich schicke dir das also von hier aus zu. Das waren die Wiesner-News. Ich hoffe, da war für jeden was zum Schmunzeln dabei. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ja.